Hey Leute, hier ist der Phönix und wir machen weiter in Dark Souls 3. Ja, da liegt ein Gegenstand und da vorne soll ein zäher Feind voraus sein. Der erinnert mich an jemanden. Nee. Wow! Doch! Oder? Nein. Naja, das blaue Funkeln und mein Wunschdenken haben nur gesagt. Wow! Ah, so zäh ist er jetzt auch nicht. Ein bisschen rollen. Funktioniert alles. Gerade das Irifühl-Schwert. Boah, ich hatte so die Hoffnung, dass wir das Schwert von dem bekommen, ne? Das sah richtig gut aus. Ich hätte ja ein bisschen mehr Licht. Gerade das Irifühl-Schwert. Wo ist es? Da. Das ist sogar relativ nett noch, ne? 124 direkt als Startwaffe. Oh, und ich mache Frostbiss als Zustand. Das ist doch Frostbiss, oder? Moment. Moment, Moment, Moment. Da. Stärke des Kälteeffekts. Je höher der Wert, desto schneller erleidet das Ziel Erfrierungen. Okay. Oh, Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist ein Schwert ganz nach meinem Geschmack. Schlägt schön zu, also wie das normale Langschwert, ne? Cool. Irgendwas ist anders an dem Moveset. Was für einen Spezialangriff hast du? Ah, es hat denselben wie beim Langschwert, oder? Bitte, der ist gut. Haltung, yes, das ist er. Sehr schön, dann wird das jetzt unser neues Schwert. Gut, dann ziehe ich die Waffe hier noch dem, der Sense vor. Jetzt sind wir schon wieder. Nee. 0,4. Was können wir denn da machen? Moment. Zack. Haben wir halt keine Handschuhe an. Hallo. Leuchtfeuer. Yes. Fahrt der Opferungen. Wir müssen so dringend Belastbarkeit leveln, ne? Würde ich jetzt für einen Havels Ring geben. Ein Königreich für Havels Ring. Aber probieren wir noch gerade was anderes. Sigwart hat ja gemeint, der Aufzug kann nur nach unten fahren und nicht nach oben. Aber als wir da reingekommen sind, haben wir gesehen, dass der Aufzug, der da gerade stand, bereits nach oben gefahren ist. Das bedeutet, wenn wir den hier hochfahren lassen, dann den nochmal triggern, damit der runterfährt. Und dann auf den oberen aufsteigen. Vielleicht funktioniert es dann. Wäre ja eine Möglichkeit. Halli ab. Wo ist Sigwart eigentlich? Ist der jetzt bei uns im Nexus? Also im Feuerbahnstein. Ja, es hat funktioniert. Yes. Wow. Ist Sigwart zu früh abgesprungen? Moment, fahren wir jetzt nochmal runter. Da, auf der Seite. Ignorier mich nicht. Yes. Yes. Sehr gut. Und wo sind wir jetzt? Ach, da sitzt er. Guckt euch an. Wie knuffig. Oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days, I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road.
Meint er jetzt das Biest, das wir unten erledigt haben, von dem wir das Schwert haben? I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. I could try talking. Okay. Manchmal zweifle ich an mir selber. Wie bin ich hier hingekommen? Lass mich da. Nein, er lässt mich nicht vorbei. Nee, du auch. Oh, gibt's hier was auf dem Dach? Nutzt es hier runterzuspringen? Oh! Meint er dieses Ungeheuer? Ist das nicht ein Asylum Demon? Sieht schwer da noch. Nee. Nee. Aber das gucken wir uns später an. Wir fahren erstmal mit dem Aufzug ganz nach oben. Okay, wir kommen jetzt nochmal hier runter. Ohne zu sterben. Am besten. Verdammt! Siegbar! Gut, dann benutzen wir einen Heimkehrknochen. Nein, nicht Feuerwandschein! Warum war der Feuerwandschein denn jetzt ganz oben? Naja, egal, dann können wir gleichzeitig noch ein paar andere Sachen erledigen, die ich machen wollte. Beispielsweise unser neues Schwert verbessern. Ja. Unser wunderschönes neues Funkenschwert. Tap, 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 tap. Hey, André. Ah, das ist quite ja. Neat. Nee, hat er nicht. Hast du was Neues There zu sagen? There are two ways. Nee, ich hat er auch nicht. Bring this in back. Alles klar. Waffen von fern. Gut, was braucht mein Schwert denn? Oh, Funkeltitanit, echt jetzt? Nee, dann wird das doch nicht unsere Favoritenwaffe. Nee. Nee, nee, nee. Dafür ist es mir noch nicht gut genug. Oder? Nee. Die können wir jetzt auf zwei Stufen verbessern? Nee. Ich will das nicht. Okay, die Funkeltitanit-Waffe können wir auch nicht durchdringen. Für die Sense. Ja, das lohnt sich schon. Wow, das macht die Stärke-Skalierung von E auf C. Nö. Mit der Skalierung kann ich besser arbeiten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warte mal, ich will noch gerade was anderes nachgucken. Wir hatten ja noch einen Rapier gefunden, habe ich gerade gesehen. Wo ist er denn? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nee, da ist er nicht. Hä? Da. Ja. Joa, auch ganz nett. Mhm, das war der starke Angriff. Oh, und Haltung. Oh, schön. Der macht noch einen Slash. Hinten. Das ist toll. Das gefällt mir. Nice. Doch, der Degen gefällt mir sehr, sehr gut. Und sieht auch nicht mehr ganz so monoton aus wie in Dark Souls 2 oder 1. Ich meine, das ist immer noch dieselbe Bewegung eigentlich. Aber sieht ein bisschen besser aus. Gut, wie können wir den denn noch verbessern? Das war nicht. Wie viel? 9 wirst du noch verbessert. Das ist nicht so knülle, ne? Wenn wir dich durchwürfen. Da. Die Skalierung geht ein bisschen hoch, ne? 12. Dafür will jetzt 10 an Physik normal, aber das wäre eigentlich kein Problem. Denn das haben wir schnell wieder aufgeholt. Mit Leveln. Ne, Leute, dann bleiben wir erst beim Langschwert noch. Erstmal noch das Langschwert. Erstmal noch unsere Standardwaffe. Wie viel brauche ich für ein Level ab? Geht noch eins? Very well, then taken. Ja, geht noch eins. Sehr gut. Was brauchen wir? Belastbarkeit, definitiv Belastbarkeit. So ein Havels Ring wäre jetzt ganz nett, ne? Was heißt Aushöhlungen? Ja, ich hab keinen Plan. Farewell, Admin. Ja, danke schön. Und weiter geht's. Reisen zum. Ja.
starten wir von hier aus. Dann gucken wir uns jetzt erstmal an, wie es ganz oben auf dem Turm ist. Faris Schwarzbogen. Ich meine, den gab es in Dark Souls 2 schon und der war relativ gut, oder? Oh, und die Spezialfähigkeit gefällt mir sehr gut. 3 Pfeile auf einmal schießen. Wandlungsofen. Ein alter Wandlungsofen aus Kurland, hergestellt aus Häuten der Kristallechsen. Und na komm. Sind wir eigentlich... Oh, nee. Wir sind eine Hülle, ne? Also ein unentfachter momentan. Na komm. Bisschen Gesundheitsboost. Wow, das war knapp. Na komm. Na komm. Na komm. Heute etwas langsam. Ach, wusste ich doch. Oh Gott. Seele eines namenlosen Soldaten. Treffen wir jetzt unseren. Ja, Türen hier, ne? Das ist Türen hier. Ich lese die Nachricht jetzt nicht. Oh, wir können doch mit ihm reden. Who are you? Frieden. I help anytime. Was? Junger weißer Zweig. I help anytime. Das jetzt auch aufzuschießen. Das wäre voll nett von dir. Boah, ist das ein Bogen. I help. So einfach schließt der Frieden. Ist das irgendwie ein Trick oder so? Aber ich habe gedacht, wir müssen ihn jetzt. Ah, okay. Vielleicht müssen wir nicht alles töten hier in dem Spiel. Aber Sigvard, man konnte mit deinem... Ah, Leute. Ich bin so blöd. Machen wir erstmal da oben weiter. Man konnte mit deinem Hitzkopf reden. I could try talking some... Sigvard, ich habe mit ihm geredet. Ah, leck mich doch. Nein, hier ist nichts. Boah, ist das laut. Das ist so laut. Das sind nämlich an Skeletträder. Und davon hoffe ich, gibt es keine mehr hier. Oh, nee, der sieht nicht sympathisch aus. No! You should have waited! What? Well, it's too late now. I, Sigvard of the Knights of Katarina, fight by your side! Alter! Was zur? Sie sehen an! Alter! Was denn jetzt passiert? So laut. Ja, hör mal leise. Danke, Sigvard. Feuriger Edelstein. Und er setzt sich einfach hin. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. For the moment,
We've a toast to make. Siegbräu. To your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine. Praise the sun. Anstoßen als Geste. Moment, gucken wir uns das Sieggebräu mal an. Sieggebräu regeneriert TP und stärkt Kälteresistenz. Besonderes Gebräu von Siegbart von Katharina. Der Becher macht es zum perfekten Reisegetränk. Stellt TP wieder her und stärkt vorübergehend die Kälteresistenz. Überlass es Siegbart, ein Getränk zu entdecken, das selbst die Untoten genießen können. Nach so vielen Jahren als Untoter ist Siegbart vielleicht das Verlangen nach einem Gläschen oder Zweien erwacht. Und danach zu feiern, als walte er noch unter den Lebenden. Wie, der ist tot. Ja, okay, er ist untot, ja. Ja, so. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Ist der jetzt echt am Schlafen? Schlafen als Geste. Triggert das irgendwas, wenn wir das länger machen? Können wir dich nerven? Moment, wir können das probieren. Nein! Oh nein, das wollte ich nicht! Aber ich wollte doch nur treten. Das ist so genial. Alles klar. Oh, Gegenstand. Heimatknopf. Okay, was haben wir noch hier? Da oben geht's bestimmt nicht rein, ne? Nee. Ah, wir sind immer noch im Dorf eigentlich, oder? Das ist ja riesig. Verlauf mich ja noch. Nee, der da ist tot. Die Lebenden sind immer so ein bisschen heller davon. Das ist die Käfige. Rotes Käferkügelchen. Was machst du? Was machst du, rotes Käferkügelchen? Wo ist es? Da. Medizinisches Kügelchen, das aus zerstoßenen Insekten gewonnen wird. Die rote Variante stärkt vorübergehend die Feuerschadensminderung. Diese Medizin wurde in der Kathedrale des Abgrunds von Missionaren hergestellt. Sie verteilen sie an ihre Anhänger, um deren Verbrennungen zu lindern. Das ist doch nett. Auf gut. Okay. Du könntest noch leben. Nee, du bist auch gut. Das ist eine Falle. Drei davon leben. Moment. Na, den Bogen habe ich jetzt hier. Moment, da bewegen sich die Beine. Du lebst noch. Ja. Oh, das hätte ich auch ganz einfach anbieten können. Oh. Echt jetzt? Jetzt drehen die den Spieß die ganze Zeit mit den Köderschädeln um? Legen an irgendeine total blöde Stelle im Köderschädel, damit man in die Gegner reinrennt. Das ist praktisch ein Köderschädel für uns, ne? Ah, ich will mich nicht verlaufen. Ich will alles erkunden. Okay, also in der Scheune waren wir jetzt. Von da oben sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Nichts mit entspannen hier. Ich darf ja nicht entspannen. Lalala, alles zerstören. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ja, da geht's nur zurück hoch. Na komm. Ja, das sehe ich doch. Nordlandrüstung.
Super, hier kommt man auch besser. Von wo kam ich jetzt? Von da oben. Alles klar, jetzt war ich in der Scheune. Da vorne gibt es noch was und da hinten ist ein Gegenstand. Wir gehen erst zum Gegenstand. Ja, so, es gibt auch hier nichts mehr. Großkeule. Schön, schön, aber nicht meine Waffenart. Wie gesagt, stumpfe Waffen. Nee. Nicht meins. Auch wenn ich gehört haben soll, dass die wahnsinnig gut sein sollen im Offline-Modus. Warum ist hier nichts mehr? Haben wir jetzt alles hier? Scheune haben wir. War das einfach nur so ein Platz hier? Das glaube ich ja bald nicht. Scheint wirklich so, ne? Einfach nur ein Platz gewesen zu sein. Okay. Gut, dann können wir zurückgehen. Dann haben wir jetzt alles. Dann benutze ich den Heimkehrknopf, dann geht's schneller. Leuchtfeuer der letzten Rast. Tja, wo waren wir stehen geblieben da unten? Wie hieß die Gegend nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und wir gucken uns noch gerade die Nordmann-Rüstung an. Nordmann. Turmschlüssel, 20.000 Seelen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das gelohnt haben soll. Okay, harte Opferung. Ich ziehe sie einfach mal ganz an. Ja. Nein, anziehen. So, das ist die Nordland-Rüstung. Sieht ein bisschen dreckig aus, ne? Ein bisschen wildlingmäßig. Ist nicht so meins. Gut, dann wechsle ich mal zurück auf meine Rüstung. Ach genau, vorlesen. Eisenhelm eines standhaften Kriegers des Nordens. Seine Gravur weist ein detailliertes Muster auf. Eisenschutzkleidung bietet eine überlegene Stabilität. Da sie aus dem Norden stammt, schützt sie zudem auch gegen Kälte. Alles hier spricht irgendwie dafür, dass wir einen Kälteboss gegenüberstehen werden, ne? Da steht dasselbe. Handschuhe aus dickem Leder von einem standhaften Krieger des Nordens. Sie widersteht nicht nur stumpfen Stößen, sondern speichert auch Wärme und schützt vor Kälte. Ja. Okay. Da geht sie mir wieder die Lothric-Ritterrüstung an. Die Kapuze, denn alles andere ist zu schwer für uns. Unsere leichteste Hose. Kleriker-Hose, genau. Und diesen hier. Ja. So. Alles klar, dann können wir weitermachen. Ah, das hier gefällt mir vom Setting her. Ist das... Was bist du? Das ist irgendwie komisch. Willst du, dass ich mich von dir fernhalte? Oh. Warum? Wow! Oh, was? Was ist das? Was zur Hölle bist du? Männliche Harpie oder wie? Aha. Alles klar. Moment mal, das Ding atmet aber noch, oder? Oder ist es noch einer von denen hier? Bäh, ekelhaft. Nein. Nein, tut mir nicht. Bleistein. Nee, Beichtstein. Was macht der? Ja, ist wahrscheinlich hier, ne? Ja. Beichtstein. Waffendurchdringung aufheben. Bleistein, heißt der nicht eigentlich Bleistein? Na egal. Hier ist wieder einer, ne? Ah, da unten. Okay. Zack. Ihr verwandelt euch nicht. Will ich nicht. Fände ich nicht so cool. Sollen wir hier irgendwo runterspringen? Okay. Boah, das Setting hier gefällt mir wieder super gut, ne? Haben die eine schöne Sense. Ich will auch so eine Sense.
Okay, es sind mehrere. Vielleicht haben sie mich noch nicht bemerkt. Zack. Könnt mich mal. Komm her. Ich will auch Flügel. Habt ihr was fallen lassen? Habt ihr was fallen lassen? Ich will eure Sense haben. Gebt mir eure Sense. Ist irgendwie ein interessanter Gegnertyp, ne? Okay. Ja, da war noch ein Gegenstand. Seele eines unbekannten Reisenden, alles klar. Und jetzt gucken wir mal hier. Ach Quatsch, hier waren wir doch schon, ich Idiot. Nee, ich wollte da oben hin, wo der Meister von denen war. Sah zumindest aus wie den hier Anführer. Da. Hallo? Ja, nee, ich hasse es, wenn ich mich runterfallen lassen muss. Verpasse ich dann nichts? Hier ist aber so ein Kappeln. Oh, Banditenaxt. Auch gut. Tust du nicht. Fällst gleich runter, wenn du so weitermachst. Ah, verdammt. Zack. Ein bisschen down, ne? Schlachtermesser erhalten. War das die Schlachterin? Oh, wie hieß die nochmal? Bei dem Gebiet von Quelaag in Dark Souls 1. Die sah nämlich haargenau so aus. Banditensachen. Aha. Die Starterrüstung in Dark Souls 1 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die in Dark Souls 3 gerade auch gesehen habe am Anfang. Banditen. Oh, Banditen Doppeldolche. Das klingt ja mal voll nach einer Waffe für mich. Du willst mich veräppeln. Er sagt Absprung, aber hier ist bestimmt der Tod. Ah. Nee, er geht doch. Nee. Nee. Der will einen verarschen. So, Banditen-Doppeldolche. 55 physischen Schaden. Ja, das ist zwar relativ wenig, aber wenn es zwei sind. Ein Dolchpaar, das zumeist von Banditen aus einem fernen Land verwendet wird. Wird in jeder Hand ein Dolch getragen, sind verschiedene Angriffsvarianten möglich, darunter auch linkshändige Aktionen. Fertigkeit Schnellschritt. Ermöglicht einen sofortigen Schritt hinter oder neben Gegner, besonders effektiv bei Fixierung auf ein Ziel. Rüsten wir die mal gerade aus. Okay, jetzt haben wir nur einen. Oh, und dann hängt der andere da. Dann schlägt es zu wie ein ganz normaler Dolch. Sehr schnell und sehr schön, wie ich finde. Ich habe in Dark Souls 2 auch einen Dolch-Run gemacht und kam damit super klar. So, und jetzt. Ah, jetzt haben wir sie beidhändig, ne? Das ist das linke Movepad. Das ist schön. Also das linke benutzt beide zusammen. Und mit dem rechten ist es dann doch wieder nur noch einzeln. Okay, das ist nett. Das war der Schnellschritt. Okay, aber es ist nur so ein Schnellschritt, ne? Habe ich nicht irgendwie noch einen schweren Angriff da? Na gut. Nee, dann ist es doch nicht so was für mich. Hat mir nicht noch was bekommen? Ja, die Axt, ne? Also ich bin auch nicht so der Axtfreund. Banditenaxt. Auch wenn die, meine ich, sehr stark ist. Oh, Kriegsschrei. Das ist cool. Fertigkeit Kriegsschrei. Ein ermutigender Kriegsschrei, der kurzzeitig die Angriffskraft erhöht. Sehr schön. Gab's noch was Neues? Ich kann euch mal die Zestus zeigen. Ja. Die Dinger hier. Blitz, 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 Blitz. Spezialattacke. Ah, durchhalten, genau, aber dafür habe ich kein FP mehr. Oder zweihändig. Blitz, Blitz, Blitz. Blitz, 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 Blitz. Oh, da schlagen die aber noch ganz schön schnell.
Jetzt war ich so in der Mode hier vertieft, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass der Part schon wieder vorbei war. Das ist nicht cool. Okay, gut, dann wird es halt ein bisschen weiter zugehen. Ne? Kommt man noch hier oben? Hey, Dude, du bist tot. Oh nein, der ist nicht tot. Der ist da hingeplumpt. Schöne Sense von euch. Die sieht schön aus. Wahrscheinlich die Tanitscherbe. Ja, davon können wir auch welche brauchen. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, Leute, ich muss den Part aber leider beenden. Was haltet ihr von dem Setting hier? Ich finde es richtig gut gerade. Das erinnert mich schon an den Wald von, in Dark Souls 1 von Artoria. Nicht von Artoria, von Sylph. Ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Dark Souls 3. Wow, was? Ja gut, die machen wir noch fertig. Bitte kein Gift. Oh, kein Gift, kein Gift, kein Gift, kein Gift. Das vergibt. Nein. Ich würde gerne mal hinter mich gucken. Komm her. Nein. Aus. Boah, haben die eine krasse Kombo drauf. Oh, oh. Trinken. Wow, Leute! Leute! Weichstein! Und, Alter, die Kombos! Krähen, Dämonen, Großklinge! Oh, sehr schön. Dann zeige ich die noch gerade, bevor wir den Part wirklich beenden jetzt. Oh Gott. Krähen, Dämonen, Großklinge. So. Wow! Das ist ein riesiger Dolch, ne? Das ist nett. Hält mir. Okay, das war der FP-Angriff. Aber wir haben gar keine FP, dann können wir es gar nicht richtig gucken. So, erstmal ein Stückchen bin. Das war der FP-Angriff. Fertigkeit Toter Winkel. Eine Fähigkeit, um die Schildabwehr von Gegnern zu durchbrechen und sie von der Seite anzugreifen. Ein Dolch der Unterdrückten, die sich von ketzerischen Geschichtenerzählern leiten ließen. Ein recht großer Dolch mit starkem Angriff. Der durchschaubare Einschüchterungsversuch sagt viel über die Furcht seines Besitzers aus. gut, jetzt wird der Part wirklich beendet. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei zu Dark Souls 3. Ciao, ciao, euer Phönix.